heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine schöne Sternbox falten kann. In diese könnt ihr verschiedene Sachen reintun zur Aufbewahrung oder ein Licht, wie ich es gemacht habe, um sie als Deko zu benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Ihr braucht dazu ein DIN A4 Blatt in am besten einer gelben Farbe und eine Schere. Nun nehmt ihr das Blatt, faltet es zu einem Dreieck. So, faltet es ordentlich, sodass genau die Ecken aufeinander liegen. Nehmt die Schere und schneidet hier dieses Stück ganz genau ab. Nun nehmt ihr das Dreieck, faltet dieses wieder auf, dreht es einmal andersrum zu euch. So, diese Kante ist schon gefalten. Jetzt brauchen wir noch diese Kante. Deswegen falten wir diese Ecke nach oben, ganz genau, und streichen unten wieder glatt. Dieses öffnen wir wieder und machen das auch in diese Richtung. Wieder öffnen und nochmal drehen und in die andere Richtung falten. So, wenn ihr es nun aufmacht, seht ihr, dass hier überall eine Kante entstanden ist. Nun nehmen wir das Blatt hoch und wir brauchen dieses Viereck. Das heißt, wir falten es hier nach innen, sodass hier dieses Viereck entsteht. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So. Die andere Seite legt man oben drauf, sodass es nun von vorne so aussieht. Von der anderen Seite sieht es so aus. Nun legt ihr es vor euch hin, nehmt diese Seite, die obere, das haben wir jetzt nämlich zwei, und faltet es zu einem Dreieck nach innen auf unsere gefaltete Linie. Das macht ihr auch mit der anderen Seite. Wir drehen das Ganze um und auch auf dieser Seite falten wir nach innen zu unserer gefalteten Linie. Wenn ihr das nun so habt, streicht ihr nochmal ordentlich die Kanten glatt, damit es uns später leichter fällt, den Stern aufzuziehen. Nun klappen wir das hier auf diese Seite, fahren am besten mit dem Finger ganz bis vor und klappen diese Linie, die wir gefalten haben, auf diese Linie, die wir gefalten haben und streicht die Seiten glatt. Das machen wir jetzt wieder mit allen vier Seiten. Finger innen rein, schauen, dass es auf der Linie liegt und nicht so schief. Und schön hier auf der Linie. Streichen es glatt, drehen es einmal um. Finger rein, glatt streichen und die letzte Seite. So, wenn ihr das geschafft habt, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ihr nehmt jetzt eine Seite, klappt sie um. Und da habt ihr schon diesen Flügel hier, wo man die Kante sieht, die wir gefalten haben. Und die klappen wir wieder nach innen rein. Falten diese auch wieder hier. Dann klappen wir das Ganze wieder zurück. Und noch einmal weiter. Und falten auch diese nach innen rein. So, nun seht ihr, haben wir alle nach innen gefaltet. Der letzte Schritt ist, die ganzen Spitzen hier so weit nach oben zu klappen, wie es geht. Also nicht hier unten, sondern so weit hochziehen, bis hier die Kante kommt und man nicht weiterkommt. Falten, wieder umklappen, nach oben falten, einmal umdrehen, nach oben falten, wieder umklappen, nach oben falten. Jetzt ist der Stern so gut wie fertig. Ihr müsst nur noch hier innen rein und die Ecken, also diese Kanten hier, ein bisschen nach außen drücken. So, dass es eine schöne Box ergibt. So, jetzt ist die Sternbox fertig und ihr könnt reinfüllen, was immer ihr möchtet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und könnt es zu Hause vielleicht auch selber nachmachen.
Danke, bis zum nächsten Mal.